Der Absdorfer See liegt im Rupertiwinkel. Dieser See hat schon viele verträumte und friedliche Stunden gesehen. Zwischen 500 und 520 nahmen die Bajuwaren das Land in Besitz. Der Name Rupertiwinkel geht auf den ersten Bischof Rupertus zurück. Der Bayernherzog Theodor hatte ihm nämlich freigestellt, sich in seinem Herrschaftsbereich einen beliebigen Ort zur Errichtung seines Bischofssitzes auszusuchen. Rupertus entschied sich für das völlig zerstörte Salzburg. Der Rupertiwinkel kam zum Herzogtum der Agliofinger und 788 nach Auflösung des Herzogtums durch Karl den Großen zum Fränkischen Königreich. Um das 12. Jahrhundert gewinnen die Salzburger Bischöfe immer mehr an Macht. Zur Geistlichen kommt die weltliche Macht hinzu. Vom deutschen Kaiser mit immer mehr Hoheitsrechten ausgestattet, wird das Erzbistum Salzburg zu einem eigenständigen, nur dem Kaiser unterstellten Staat zwischen Bayern und Österreich. Der Rupertiwinkel ist darin natürlich mit einbezogen. Er wiederum ist von den Salzburger Bischöfen begehrter Teil ihres Staates, nicht zuletzt wegen der Salzwasserstraße. Fast 600 Jahre teilte der Rupertiwinkel die Geschichte und die Geschicke des Erzstiftes Salzburg. Die Streitigkeiten zwischen Papst und Kaiser im 12. und 13. Jahrhundert, die Grenzstreitigkeiten um Reichenhall und die Reichenhaller Salzquellen mit den bayerischen Herzögen im 14. Jahrhundert, aber auch die lange Friedenszeit vom 14. bis zum 18. Jahrhundert. Während bei den österreichischen und bei den bayerischen Nachbarn doch recht heftige Kriegsgeschrei erklangen und Unruhe durch die vielen Zwistigkeiten ins Land kam, konnten die von Salzburg regierten Rupertiwinkler ungestört ihrem Tagwerk nachgehen. Einzige feindliche Invasion war die des Bayernherzog Maximilian I. gegen den Salzburger Erzbischof Wolf Dietrich. Weder die Wirren des Dreißigjährigen Krieges noch die Auswirkungen der Reformation bekam der Rupertiwinkel zu spüren. Lediglich die Pest machte nicht vor den Landesgrenzen Halt. Besonders viele Opfer forderte die Pest in Anger. In dieser 500-jährigen goldenen Friedenszeit entstanden Kirchen, alte Burgen wurden zu Schlössern und in den Städten sah man das blühende Wirtschaftsleben aufkommen. Doch im 19. Jahrhundert sparten die politischen Wirren den Rupertiwinkel, der wie die Schweiz den Frieden abonniert haben schien, nicht aus. Die österreichischen Erbfolgekriege und die napoleonischen Kriege machten hier das Gebiet zum Kriegsschauplatz. Die französischen Truppen drangen nach ihren siegreichen Schlachten in Süddeutschland über Salzburg nach Österreich vor, wobei es an der Salzach-Saalach-Linie fast immer zu schweren Kämpfen kam. Ausschreitungen und Plünderungen gehörten zur Tagesordnung. Unbeständigkeit und Unruhe der Politik jener Zeit spiegeln sich sichtbar wieder im Wechsel der Staatsangehörigkeiten, denen der Rupertiwinkel unterworfen war. 1803 wird das geistliche Fürstentum Salzburg aufgehoben. An seiner Stelle tritt ein geistliches Kurfürstentum, das Herzog Ferdinand von Toskana, ein Habsburger Kaisersohn, als Entschädigung für sein verlorenes italienisches Herrschaftsgebiet bekam. 1805 Auflösung des Kurfürstentums Salzburg. 1808 und 9 unter französischer Herrschaft durch Napoleon, ab 1810 wieder bayerisch. 1816 schließlich, nach dem Sturz Napoleons, folgte die letzte und endgültige Änderung der Landesgrenze. Das Salzburger Land wird geteilt mit der Salzach-Saalach-Linie von Piding bis Tittmoning bis Burghausen als Landesgrenze zwischen Bayern und Österreich. Aber generell muss man sagen, hat der Rupertiwinkel, der um 700 nach unserer Zeitrechnung entstand, kaum wie eine andere Region in Europa so viele unbesorgte und friedliche Jahre erlebt. Wenn du heute einen idyllischen Abend am Absdorfer See aufsaugst, kannst du diesen bayerischen Traum einer friedlichen und verträumten Region erleben.